Wir sind auf der YCS in Dortmund. Einmal mit Niska. Hi. Und einmal mit Sieke Phoenix. Yo. Und zwar Streamer versus YouTuber. Ich bin da beides so hyped, deswegen habe ich gedacht, ich lasse mal einfach zwei andere das entscheiden, wer besser ist. Was sagst du, Streamer? Twitch. YouTube. Okay, wenn das denn die Kampfansage ist, wir wollen heute gucken, wer ist wirklich der Bessere. Von Skill, Fähigkeiten, Macht und Ruhm. Oh, abgerutscht. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an mit der ersten Aufgabe. Es geht um die Punkte. Wir fangen an mit Karten. Wer hätte das gedacht? Schockt. Und zwar, ich frage euch nacheinander jetzt Fragen. Und ihr müsst sie beantworten. Ganz simpel. Es ist 50-50 Chance. Ihr könnt raten, also könnt ihr so tun, als hättet ihr Ahnung, obwohl ihr keine habt. Ist immer gut, ne? Ja. Und zwar, es geht um Kartenpreise. Jemand, der fasziniert so ziemlich jeden Market Watch am Stream einmal durchgeht. Ja. Als jemand, der das gar nicht tut. Okay. Gerade ist ja ein wunderschönes Set rausgekommen, und zwar Mama. Da sind verschiedene Karten drin. Und wir fangen einfach mal an hier bei dir. Okay. Und zwar, welche Karte ist teurer? Appaloosa? Ja. Oder Sky Striker, Mobilize, Linkage, die neue Sky Striker Karte? 50-50. Ich habe absolut keinen Plan. Warte mal, lass mich mal kurz nachdenken. Appaloosa oder die neue Sky Striker Karte? Appaloosa war mit alternativem Artwork, ne? Ja. Nicht in Gold Rare, sondern normal. Also ich meine, die geht so 5 Euro oder so? Frag mich nicht. Ich weiß aber nicht, wie viel die neue Sky Striker Karte geht. Ich denke mal mehr. Also, Sky Striker mehr? Ja. Was Striker? Hast du es aus deiner Erfahrung raus? Okay. Es gibt kein Stream, wo ich nicht über Market kotzt. Also, die Antwort ist, Sky Striker ist wirklich teurer. Okay. Denn Appaloosa geht 6,50 Euro und die Sky Striker Karte 8 Euro. Okay, ein Punkt. Jetzt musst du aufholen. Ja. Wir bleiben bei Mama. Und zwar, welche Karte ist teurer? Golden Match oder Entes, älteres Wesen? Entes. Jetzt richtig. 1-1. Aber jetzt kommt's. Golden Match geht 80 Cent, Entes 1 Euro. Okay. In den Markt. Wir gehen weiter. Wir gehen über zu Lost Art Promos. Ja, so sieht es nämlich aus. Wir fangen an. Wiedergeburt Lost Art Promo oder Blitzsturm aus der Tin. Boah. Warte, ich habe eine Gegenfrage. War das im Intro eine One Piece Reference? Ja. Okay. Frage beantworten. Wiedergeburt. Wiedergeburt? Ja, Wiedergeburt. Sicher? Ja, sicher. Blitzsturm ist eine Spieltagekarte. Trotzdem Wiedergeburt. Ist richtig. Ja. 20 Euro geht die und 15 Euro Blitzsturm. Okay, perfekt. Du musst wieder nachlegen. Nächste Frage. Dunkles Magiermädchen Lost Art Promo zu bläuiger weißer Drache neues Artwork Tin. Dark Magician Girl. Es gibt kein Universum, oder? Und ich? Was fragst du mich? Also. Ich kenne den durchschnittlichen Yu-Gi-Oh! Spieler. Und mein Bauchi-Bauchi-Gefühl sagt, es wird Dark Magician Girl okay, sein. Okay, lockst du ein? Ja. Das ist leider falsch. Das liegt nämlich daran, dass Dark Magician Girl Lost Art ja nochmal so einen Reprint bekommen hat und nochmal nachgegeben wurde. Und der Blue Eyes ist ziemlich selten in der Tin. Dark Magician Girl. Ich bin enttäuscht vom Markt. Als ich recherchiert habe, 9 Euro für Dark Magician Girl und für Blue Eyes 12 Euro. Hey, es ist der Blue Eyes. Okay, so. Letzten zwei Fragen. Wir gehen wieder rüber. Wir fangen mal an mit, wie wäre es denn einfach mit schönen Karten, die zum Beispiel Starlight Rare sind oder so. Okay. Ne, wir bleiben noch nicht bei Starlights. Wir gehen, ich habe mich verrutscht. Du hast noch Chancen zu gewinnen. Wir fangen an mit Originalsets. Okay. Welche Karte ist aus dem Originalset teurer? Ghost Soga Schneehase oder Ash? Boah, warte mal. Aus dem Originalset jeweils, also der erste Print der Karte. Ja, das könnte wieder so eine Falle sein. Vielleicht habe ich ein paar Fallen eingebaut. Ghost Soga ist auf jeden Fall älter. Aber nicht spielstark. Nicht spielstark, aber trotzdem älter. Und Ash hat ja auch genug Reprints bekommen. Na, loggen Sie ein.
Ja, ich sag Ghost Ogre. Hättest du es auch gesagt? Nee. Ash. Ja, dann hättest du keinen Bogen bekommen, er bekommt einen Bogen. Ah, yes! Ghost Ogre ist wirklich teurer, und zwar 50 Egal. Euro und Ash 40 Euro, weil wirklich Ghost Ogre einfach älter ist. So, weiter geht's. Es wird wieder knapp. Und zwar, wir gehen wieder, erste Edition. Und zwar, Shifter aus der Original-Tin, wo sie eine Promo war, zu Nibiru, erste Tin, wo er auch eine Promo war. Was ist teurer jetzt? Shifter oder Nibiru? Nibiru hat so viele Reprints. Shifter hat einen Ultra-Reprint bekommen, hat so einen Common-Print bekommen. Shifter spezifisch. Entscheidung. Ich mach grad Eni-Meni-Mist im Kopf. 50-50, vielleicht triffst du ja. Das ist gerade mein Wincon. Luck. Shifter. Ist teurer. Die Antwort ist, Nibiru ist teurer. Weiterer Punkt. 2-0 in Führung. Möchtest du noch die Ehrenrunde machen? Ja, mach. Okay, Ehrenrunde. Wir gehen zu Tactical Masters. Collectors Rares. Großes Thema. Ja. Was ist teurer? Antimagischer Duft in Collectors Rare oder Cosmic Cycling? Warte mal. Ich dachte, du kennst dich so aus. Ich bin Collectors Garten. Also ich kenne mich damit auch nicht aus. Ich würde aber sagen, antimagischer Duft, weil Cosmic Cyclone hat andere, also Cosmic Cyclone hat noch Ulti, glaube ich. Also das hat andere hohe Rarities und antimagischer Duft halt nicht. Das ist eine sehr gute Aussage, aber einfach nur, weil Cosmic halt mehr Play sieht, hätte ich jetzt gesagt Cosmic. Aber ich, so wie der... Also ich weiß schon, also er hat keine Ahnung, ich weiß nicht, was er am Anfang erzählt hat. Punkt für dich, antimagischer Duft ist ein Mehrwert. Oh Gott, ich hab und zwar 40 Euro und 30 Euro Cosmic. Wundert mich, dass sie so wenig geht. Ich habe so eine ziemlich große Schnauze, habe ich gemerkt. Dann kommen wir zur nächsten Karte. Verstärkung für die Armee in Collectors Rare. Aha. Zu Ritus von Armee. In Brave Collector. Engine ist nicht mehr so krass. Aramish in Collector? Ja. Oh Gott. Reinforcement hat wahrscheinlich mehr Reprints, die Leute hier alt sind auf dem Event. Aramish hat 2 Prints, wird aber aktuell nicht viel gespielt. Nicht viel gespielt? Sag mir mal direkt, wo das gespielt wird. Ah ja, so viele, okay. Nee, also, ich sag, wird nicht so viel gerade gespielt. Ja, ja, genau. Grade. Von dem her und Rota kannst du dann alles reinknallen. Rota ist ein Staple. Bauchgefühl sagt Staple. Und du sagst mir, ich lieg falsch, weil... Du liegst falsch, weil die andere geht einfach mehr. Okay, damit geht das Spiel ganz klar an den YouTuber. 1-0 Führung jetzt in Spielen. Das hat mich echt überrascht, aber ja, okay. Aber noch ist nichts verloren. Wir gehen über ins nächste Spiel. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und hier geht es darum, dass ihr eine Karte erraten sollt. Ich werde gleich eine Karte nach und nach detailliert erklären, was ich auf dieser Karte sehe. Als Beispiel sage ich, oh, es ist viel blau da, oh, ein bisschen rot ist drin. Auf dem Artwork? Ja, ja, auf dem Artwork. Also ich erkläre die Karte halt. Oh, und ich werde immer detaillierter. Und wer schneller die Karte errät, kriegt den Punkt. Gibt es bestimmt einen Pool oder kann das jede Karte sein? Es kann jede Karte sein. Aber keine Angst, ihr kennt alle Karten. Also ich habe extra Karten gewählt, die man kennt. Und ich fange dann irgendwann auch an, ganz einfach zu werden, von wegen, es ist eine Fallenkarte, es ist eine Zauberkarte. Also irgendwann grenzt sich das schon sehr ein. Schon. Ihr geht ein Stückchen nach vorne, weil sonst guckt ihr auf mein Handy, während ich die Karte erkläre. Das wäre nicht so schön. Wir fangen an. Ja, also ich sehe hier ein bisschen Rauch. Also ein bisschen Rauch ist auf dem Artwork. Ein bisschen Gelb ist drin. So ein Aufkleber ist auch auf der Karte zu erkennen. Warte. Bevor wir jetzt weitermachen, ja? Was, wenn ich einen Namen sage und der ist falsch? Ist egal. Aber wir können einfach drauf ausballern. Ja, ja. Bist du ja der Richtige. Okay, weiter geht's. Instant Fusion. Ja, das ist richtig. Punkt. Was? Wie? Was? Wegen den Aufkleber oder ja. Was? Okay, krass. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell auffällt. Okay, 1-0. Weiter geht's. Nächste Karte. Es ist sehr viel Grün auf der Karte zu sehen, aber nicht nur Grün. Es besteht aus mehreren Elementen. Es wird auf der Karte quasi ein Angriff durchgeführt. Ja, sehr gespannt.
Und eine Waffe ist auch auf der Karte zu sehen. Mordschlag? Nein. Und ein Tier ist auch drauf zu sehen. Apollosa. Ja, richtig. Ein Angriff? Ja, die greift an. Ach so, lol, das ist mir nie aufgefallen. 2-0. Ja, jetzt gehen wir in die Ehrenrunde. Ich habe nur 3 Karten rausgesucht. Ehrenrunde. Und zwar, wir haben sehr viel Grün auf der Karte zu sehen. Nach Pascas. Nein, wieder nicht nach Pascas. Es sind sehr viele Zähne drauf zu sehen. Und es sind auch 3 Augen drauf zu sehen. Obwohl das Wesen ursprünglich, glaube ich, 6 hat. Aber in der Perspektive sieht man nur 3 Augen. So, es ist sehr schlangenartig. Also es ist quasi eine Schlange. Und es ist auch sehr blätterartig. Also eine blätterartige Schlange. Sinister Serp? Nein. Weiter, weiter geht's. Sie ist ein Link-Monster. Ein Predaplant, weiter Anaconda. Ja. Okay, Ehre gerettet. Ja. 2-1 aber. Streamer bekommt einen Punkt, das heißt 1-1 momentan. Und wir gehen rüber ins nächste Spiel. So, bei der nächsten Aufgabe geht es um etwas Interaktives. Bedeutet, wir werden in die Halle gehen und ihr müsst dort Aufgaben erledigen. Aber ich werde das separiert von euch machen, denn sonst weiß der andere die Aufgabe ja schon. Und dann könnt ihr irgendwie vorausplanen, was er besser machen könnte. Dementsprechend schnappe ich euch jetzt einzeln. Und ich würde sagen, los geht's. Es gibt eine Aufgabe, eine Challenge quasi. Okay. Du hast die ganze Halle zur Verfügung. Ja? Ja, okay, ja. Deine Aufgabe ist folgende. Du sollst gleich loslaufen, nicht zu schnell, ich muss von der Kamera hinterherkommen. Ja. Aber du musst loslaufen und irgendeine Person finden, der ein Blue Eyes hat oder ein Dark Magician. Und er muss sie in die Kamera zeigen. Muss in die Kamera zeigen? Ja. Also nicht nur sagen, ja, ich hab einen, es also muss auch schon gezeigt werden. Es ist egal, welche Person in dieser Halle. Ja, egal, welche Person in dieser Halle. Du kannst jeden fragen. Okay. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, dann wechseln wir, du nimmst das Mikro, also du fragst die Person dann. Und ich gehe jetzt in die Kamera und ich würde sagen, los geht's. Okay, let's go. Ich weiß schon ganz genau, was ich tun werde. Also du hast gesagt, ich darf jede Person in dieser Halle fragen. Jede Person. Okay. Wo willst du ganz hin? Hä? Ich schaue gerade, ob ich einen finde. Auf dem Weg dahin, wo ich eigentlich hin will. Also, ich glaube, ich habe sogar den coolsten Blue Eyes in dieser ganzen Halle. Tada! Oh mein Gott. Ja, ich würde sagen, das zählt leider. Du hast gesagt, überall. So, wie versprochen, habe ich mir ihn jetzt hier einzeln mal geschnappt. Denn jetzt gibt es eine kleine Challenge. Oh Gott. Wir sind hier auf dem Event. Ja. Wir sind viele Leute. Ja. Und du hast jetzt eine Aufgabe. Ja. Und zwar, es geht darum, wer am schnellsten es schafft, ein Blue Eyes oder Dark Magician zu finden, der muss in die Kamera gehalten werden. Du kannst jeden fragen hier auf dem Event, wirklich jeden, egal wie. Es muss irgendwie ein Blue Eyes oder Dark Magician in die Kamera gehalten werden. Ich nehme das Mikro. Ja. Da Leute fragen. Und ich würde sagen, die Zeit läuft ab. Jetzt. Egal. Hallo ihr Süßen. Hat einer von euch gerade einen Blue Eyes oder einen Dark Magician zur Hand? Nein, leider nicht. Shit. Ja, hallo ihr wunderschönen Fellas. Hat einer von euch einen Blue Eyes oder einen Dark Magician zur Hand? Was? Ein Blue Eyes oder einen Dark Magician? Ja, ich hab einen Dark Magician. Ja. Zeig, Dingy! Ha! Du bist eine wundervolle Person. Ja, auf die Suche nach den Blue Eyes oder Dark Magician. Lange Reise, langer Fußmarsch, kurzer Fußmarsch. Und ich würde sagen, dann wird ganz klar der Punkt an den Streamer. Idee war gut, aber ich saß einfach. War meiner schöner. Ja, das stimmt. Hätte Platin-Blue-Eyes nicht gezeigt. Jetzt wirklich, hätte Platin-Blue-Eyes gezeigt. Aber ja, bei dir war halt einfach dichter dran. Aber es gibt noch eine Challenge in der Halle. Und da switchen wir rüber, weil wir schnappen euch wieder einzeln.
damit der andere eben keinen Vorteil hat. Nächste Aufgabe, wie bereits versprochen, und das haben wir uns wieder nicht alleine geschnappt, denn wir müssen das ja separat machen, damit es fair bleibt. Neuer Banner, irgendwie passend, oder? Denn ist ein anderer Anime, oder? Bitte nicht On Ice. Was ist dein Lieblingsanime, wenn wir hier gerade so sind? Tatsächlich Reigns. Reigns? Okay, damit wird die Aufgabe, glaube ich, ziemlich schwer. Denn die Aufgabe ist folgendes. Du musst jetzt einen in der Halle finden, der ebenfalls Reigns als Lieblingsanime hat. Fuck off. Dürfte ich hier mal kurz stören? Also, German, English. What's your favorite Yu-Gi-Oh! Anime? GX. The OG, but the Ori Calico, sir. Duel Monsters. Ah, okay. Hallöchen. Was ist denn euer Lieblings-Yu-Gi-Oh! Anime? Can you repeat in English? What's your favorite Yu-Gi-Oh! Anime? GX. Arc 5. Shit! A beautiful good evening. What's your favorite Yu-Gi-Oh! Anime? Your regular Yu. Regular one. The one you want. Yeah. Sie labern auch hier auf Englisch hier auch noch. Hallöchen. Was ist denn der Lieblings-Yu-Gi-Oh! Anime hier am Tisch? What? English. Your favorite Yu-Gi-Oh! Anime? Yu-Gi-Oh! The first Yu-Gi-Oh! Of course! The series. The first one. First, of course. Alright. Dann gehen wir einfach mal da lang, versuchen wir dort unser Glück. Gucken wir doch einfach mal hier. Hallöchen. Was ist denn euer Lieblings-Yu-Gi-Oh-Anime? Fuck-Dies. Ach, Fuck-Dies. GX. Shit. Hallöchen. Kurze Frage. Was ist denn hier der Lieblings-Yu-Gi-Oh-Anime am Tisch? English? What's your favorite Yu-Gi-Oh-Anime? GX. GX. 5DS. What was the question? What's the favorite Yu-Gi-Oh! Anime? 5DS. Fuck! Favorite Yu-Gi-Oh! Anime? Huh? Favorite Yu-Gi-Oh! Anime? I think 5Ds or Akfai. Shit! Ja, kannst du knicken. Das ist immer noch dein Lieblingsanime. Fuck Freights. Hier die nächste Aufgabe. Ich bin gespannt. Aber bevor wir die beginnen, passender Banner. Was ist eigentlich dein Lieblingsanime? Mein Lieblings-, also Yu-Gi-Oh? Ja, Yu-Gi-Oh natürlich. Schwierig. Ich würde sagen Yu-Gi-Oh! GX. GX? Ja, okay. Also, wir haben es gehört, Yu-Gi-Oh! GX. Deine Aufgabe ist, du musst jetzt jemanden in der Halle finden, der ebenfalls Yu-Gi-Oh! GX als Lieblingsanime hat. Und ich würde sagen, die Zeit läuft. Hast du eine Idee? Ich habe eine Idee. Hi. Schatz, ich habe eine Frage. Was ist dein Lieblings-Yu-Gi-Oh-Anime? 5Ds. Was? Okay, das war falsch. Weiter suchen. Olli, was ist dein Lieblings-Yu-Gi-Oh-Anime? Das Standard-Ding. Hindu? Ja. Auch das Standard. Ahmed? Standard. Das kann sein. Was? Was? Okay, was ist dein Lieblings-Anime? Mein, das normale Yu-Gi-Oh! Ja. Einmal irgendwie. Gute Spieler. Ich habe eine Frage. Was ist dein Lieblings-Yu-Gi-Oh-Anime? 5Ds. Ich fand eigentlich die Ori Kalko Staffel am besten. Und danach? Auch 5Ds. Das gibt's doch gar nicht. Die sind am Spielen. Meister, ich habe eine Frage. Was ist dein Lieblings-Yu-Gi-Oh! Anime? I don't speak German. What is your favorite Yu-Gi-Oh! Anime? The first one.
Was? Das gibt es nicht. Jo, ich habe eine Frage. Bitte. Und zwar, was ist dein Lieblings-Yu-Gi-Oh! Anime? Classic. Deiner? Ganz auch Classic, okay. Wie kann es denn sein, dass hier niemand in diesem Raum ist, der GX als Lieblingsanime hat? Was? Ja gut, das habe ich ja safe verloren. Ja, egal, versuch, komm. Du weißt doch nicht, was. Hi, ich habe eine Frage. Und zwar, was ist dein Lieblings-Yu-Gi-Oh! Anime? Sorry, I don't speak. What is your favorite Yu-Gi-Oh! Anime? Zaxxel. And yours? Five Days. Okay. Hier ist niemand, literally niemand, der Yu-Gi-Oh! GX am meisten mag. Warum ist denn GX so unbeliebt? Guck mal, die sind ein bisschen jünger vielleicht. Hi, ich habe eine Frage. Und zwar, was ist dein Lieblings-Yu-Gi-Oh! Anime? Normaler, der erste. Okay, und deiner? GX. Ja! Ja! Ja, du bist mein Mann! Bester Mann, endlich! Ja, Animes sind eine schöne Sache, oder? Ja. Finden wir nicht alle, dass Linksbrain der beste Anime ist? Sei einfach still. Damit geht ganz klar der Punkt an den YouTuber. Das heißt, insgesamt steht es jetzt sogar 2-2. Wow. Ja. Und das heißt, das letzte Spiel, was jetzt kommen wird, wird die ganze Nummer entscheiden. Kommen wir zur letzten Aufgabe und vor allen Dingen entscheidenden Aufgabe. Wer ist besser, Streamer oder YouTuber? Die große Frage. Und ich habe mir jetzt zum Schluss was ganz Besonderes ausgesucht, denn es geht um Schätzen. Och nein. Ihr beide einen Stift und einen Zettel. Ihr müsst jetzt schätzen und gleich die Zahl aufschreiben, was es sein könnte. Wir fangen an mit etwas, was uns alle mega beschäftigt, und zwar die Verbotsliste. Okay. Und zwar, wie viele Veränderungen auf der Verbotsliste gab es im Jahre 2021 auf der Verbotsliste? Veränderung heißt, ne, ist halt neu, also ne, rauf, runter, verboten, whatever. Da als Anmerkung, 2022, also jetzt, kann sein, dass wir noch eine kriegen, deswegen nehmen wir das auch nicht als Referenz, waren bisher 63 Änderungen. Achso, insgesamt über das ganze Jahr? Ja, genau. Die verschiedenen. Gab es jetzt 2022 bisher 63 Änderungen. Wie viele waren das 2021? Schreibt eine Zahl auf. Vollgas. Zahl aufschreiben. Let's go. Okay, dann zeig mal in die Kamera. Wir haben einmal 106 zu 80, ne? 80. Natürlich, ist eine Schätzaufgabe, heißt, wer am dichtesten dran liegt, kriegt den Punkt, ne? Ist, glaube ich, klar, ihr müsst ihn exakt treffen, das wäre jetzt ein bisschen viel verlangt, ne? So, also wie gesagt, im Jahre 2022 waren es 63 Änderungen, im Jahre 2021 waren es nur 28 Änderungen. Was? Was? Ja. Hä? Kein Witz jetzt. Und das heißt, du hast 80, bist dichter dran. Und das ist der Punkt. Dichter dran. Okay, nächste. Ein kleiner Fehler unterlaufen. 28 ist richtig, aber nicht für 2021, sondern für 2020. Das war das Corona-Jahr. Ja, genau, das war das Jahr, deswegen war da wenig. Aber wir müssen natürlich die richtige Zahl haben. Ich wollte das nämlich gleich fragen eigentlich, aber jetzt ist es ein bisschen verbockt. Aber 2021 waren es 81 Veränderungen. Oh, dann war ich ja. Und das 80. Also umso fairer, der Punkt geht trotzdem an Sieger Hönix. Heißt 1-0, trotzdem kleinen Patzer. Okay, wir machen damit nicht weiter bei der Verbotsliste, weil ich habe das ja leider selber verbockt jetzt. Wir gehen weiter. Und zwar, Sets sind was Schönes. Und oft sind da viele verschiedene Karten drin. Jetzt ratet mal, wie viele verschiedene Karten waren in Ghost from the Past 2 drin, ohne die Ghost Rares? Wie viele verschiedene Karten konnte man ziehen? Boah, CK Phoenix Video wieder, ne? Nein, das weiß ich selber nicht. Dann ratet mal. Absolut kein Plan. Ihr müsst ja nur eine Zahl raten, ihr müsst nur dichter dran sein. Ja, schreibt auf. Einfach eine Zahl, komm. Also wie viele verschiedene insgesamt, ne? Ohne die Ghost Rares. Ja, ja. Was haben Sie? 60? 60? Ich habe auch 60. Okay, das können wir nicht machen. Wir wollen ja kein Unentschieden. Ihr müsst jetzt ja entscheiden, ob ihr einen höher oder niedriger geht.
was, wenn es genau 60 sind? Spoiler, es ist nicht genau 60. Ihr könnt auch nochmal komplett neu, ihr könnt jetzt auch eine ganz andere Zahl machen, aber ihr müsst jetzt einen verändern. Ich hab's. Los! Ich meine, es ist 50-50 jetzt. Also, naja, nicht 50-50 im Ergebnis, aber... So, was haben Sie? 59! Ich hab 55. Was ist mit euch los? Ich sag hoch oder runter, ihr geht beide runter. Ja, dumme Entscheidung. Ultra-Wares gab's 174 verschiedene drin. Was? Das ist ein Riesenset. Richtig viele. Es gab so viele? Und mit Ghostwares wären es 183 gewesen. Ich habe ja 30 Karten ändern aus dem Set. Bedeutet, der Punkt geht an dich. Und damit ist es 1-1. Close, close. Weiter geht's. Jetzt wird's wirklich brenzlig. Und zwar, wie viele normale Monster gibt es von Typ Drache? Und wichtig, nur als kleine Anmerkung, die neue Preiskarte ist auch ein Drache und auch ein normales Monster. Vanillas. Vanillas, genau. Drachen. Ich meine, Lieblingsarchetyp, gibt es auch 100.000 Drachen, wir kennen sie alle. Aber normale Monster, zählt man die hoch? Wir nehmen übrigens die TCG-Variante. OCG liegt dicht dran. Also wir haben fast alle Drachen aus dem OCG, auch im TCG, also... Leute, nicht lange schnacken, aufschreiben. Ich glaube, die haben irgendwie so nach Metal Raiders gefühlt keine Vanilla Dragons mehr rausgebracht. Darum doch, die Preiskarte. Ja, aber so arg hoch kann die Zahl, glaube ich, gar nicht sein. Red weiter, das hilft bestimmt hier niemandem. Guck mal, ihr schreibt schon. Hopp, hopp. Okay, was habt ihr? Ich habe 48. 200. 200 Vanillas? Nur vom Typ Drache, ne? Nur Typ Drache. Dragon ist der beliebteste. Das ist richtig. Okay. Im TCG sind es... Willst du schon rennen? 42. Mit OCG 45. Oh mein Gott. Ja, aber allein schon Blue Eyes hat 40 Reprints. Ja, aber es ist ja eine Karte. Ja, ich weiß. So, also, Punkt geht an Sie, gell? Das heißt, 2-1. Und jetzt, du hast eine einmalige Chance. Da ich es verbockt habe mit der Banlist gerade, kommt jetzt eine Frage und du kannst erstmal ausgleichen. Man könnte jetzt denken, hier hat jemand einen Vorteil, aber die Zahl kommt eh keiner. Und zwar, es geht um den wunderschönen Archetype Shadol. Wie viele Karten gibt es, die wirklich Shadol, also Schattenpuppe, in ihren Namen haben? Also Supportkarten, die nicht Schattenpuppe im Namen haben, zählen nicht. Wirklich Karten, die Shadol im Namen haben. Also wie lange habe ich Zeit zu überleben? Das ist der Fall im Ziel. Erzählt auch schon. Ja, wir haben da Winder, wir haben Construct, wir haben Fusion, wir haben El-Shadol. Ja, da kommen ein paar zusammen, würde ich sagen. Aber ich habe gemerkt bei der Recherche, es gibt auch welche, die zum Thema gehören, die nicht Shadol im Namen haben. Also, aufpassen. Also, aber sowas wie El-Shadol zählt? Ja klar, ist ja Shadol drin. Na, El-Shadol. Ja, ist ja Shadol drin. Okay. So Leute, wir wollen jetzt nicht ewig ziehen, ihr zählt zwar schon heimlich, aber ich will auch, dass ihr langsam eure Stifte und Zettel nimmt und so ein bisschen da reingeht jetzt. Oh, er schreibt schon, er ist confident hier. So. Nee, ich bin nicht confident. Späten. Okay, warten. Okay, was haben wir? 30. 28. Oh mein Gott, warum könnt ihr denn nicht mal weit auseinander liegen? Okay, es gibt Stand jetzt, oder wo ich recherchiert habe, vielleicht kommen noch welche, sonst ist das nicht mehr aktuell. 28 Stück. Also? Damit würde ich sagen, verdiente Punktlandung. Und damit haben wir einen Gewinner. CK gewinnt dieses Ding. Was zu deiner Verteidigung sagen? Vanilla Dragons, Junge. Es ist eine Schätzaufgabe. Ich würde sagen, aufgrund dieser komplett fähigkeitstestenden Aufgaben haben wir ganz klar einen Sieger und wissen, wer besser ist, und zwar YouTuber. Komm auf die dunkle Seite. Ich würde sagen, wir haben einen Gewinner. Glückwunsch auf jeden Fall. Alle mal klatschen hier, alle mal klatschen. Guck mal hier, wir haben genug Zuschauer. Perfekt. Glückwunsch. Danke. Und vielleicht beim nächsten Mal.
Sei still. Damit, guck mal hier, Ehrenfall nochmal. Damit für euch, euch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren. Ja, viel Spaß.